Der internationale Tourismus trägt einen grossen Teil zur Völkerverständigung bei. Unser heutiger Gast ist ein Bildungsreisender und er berichtet uns von seiner Begegnung mit fremden Kulturen. Willkommen bei Bon Voyage, Harry Hasler. Buonasera zusammen. Herr Hasler, Sie kommen praktisch direkt von einer Bildungsreise von Mailand zurück. Thailand. Bitte? In Thailand bin ich gesehen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist ein Missverständnis. 2 Wochen Pattaya mit allen Schikanen, oder? Und schon im Flügerinnen ein Welcome-Sunrise-Trink, oder? Hat dort schon sich in der Birne gehabt. Jetzt gehört ja Thailand zu den sogenannten New Industrialized Countries. Was? Wie steht Ihr Kontakt mit der Bevölkerung? Kommt drauf an, wo? Oder? In Bangkok zahlst du mal generell mehr für eine Bewegung. Und kulturelle Exkursionen haben Sie auch unternommen. Ja, klar, oder? Wie zum Beispiel zu den berühmten buddhistischen Tempeln aus der Sukhothai-Periode. Was Periode? Ist Ihnen von Ihrer Reise irgendetwas Spezielles haften geblieben? Weißt du, wenn du aufpasst, bleibt natürlich nichts haften, gell? Aber ich habe natürlich noch am Flughafen zu Bangkok ein Souvenir gehabt. Aha, thailändisches Kunsthandwerk. Aber das ist das. Ja, ha, genau. Der Verkäufer hat mir da gesagt, oder, dass ich thailändische Fruchtbarkeitsgöttin bin. Danke Ihnen, Herr Hasler, dass Sie... La Gondola heisst sie. Vielen Dank. Ich bin in das Studio gekommen. Ja, schon recht.